wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir vor allem also ein sehr gut besuchtes Publikum haben. Ich glaube, die Frauenquote ist so in den letzten 10 Minuten noch mal so echt so einiges nach oben gegangen. Liebe Herren, liebe Damen, natürlich auch weiter da hinten, kommt gerne hier zu. Wir werden, glaube ich, ein extrem spannendes Panel haben. Ich freue mich sehr darauf. Wenn es Fragen gibt, ja, und Fragen sind wirklich herzlich willkommen, das ist eine Panel-Diskussion, das soll jetzt hier kein Monolog von 4 wunderbaren Kolleginnen sein, sondern wenn ihr Punkte habt, wenn ihr diskutieren wollt, ja, hebt die Hand. Ja, ich versuche immer regelmäßig reinzuschauen. Ich würde auch meine netten Kolleginnen und Kollegen bitten, darauf zu achten. Ansonsten werden wir auch zwischendurch 2 Fragenintervalle machen, wo wir dann auch wirklich sagen, sehr konzentriert, okay, welche Punkte gibt es? Fragen, Diskussionen, Anregungen, aber vielleicht auch Hinweise im Sinne von, ich sehe es komplett anders, lass mal drüber sprechen. Ja? Genau, in diesem Sinne, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir gehen jetzt einmal kurz durch mit der Bitte, euch einmal persönlich vorzustellen, euer Unternehmen kurz zu beschreiben. Ich glaube, bei manchen, Hapag-Lloyd, hat jeder ein gewisses, ein klares Bild, vor allem in Hamburg. Nichtsdestotrotz, kurz Unternehmen, kurz Branche, als halt auch, was sind so die, ich sag mal, die Eckdaten des Einkaufs, wo steht ihr da gerade? Nehmt euch ruhig 2-3 Minuten, damit wir hier alle ein klares Bild davon haben, wo steht ihr heute und wo, um dann später die Diskussion auch zu verstehen, wo sind die Akzente, die ihr setzt, wo wollt ihr entsprechend hin? Fangen wir mit dir an, Pia. Dankeschön. Ja, guten Morgen alle zusammen. Mein Name ist Pia Kleiber. Ich leite den Einkauf und die Qualität bei Emma, The Sleep Company. Kurz zu meinem Hintergrund, ich habe bei Aldi Süd angefangen, habe Obst und Gemüse eingekauft und bin dann über Mercedes AMG und Alugussräder und dergleichen zu Sleep Products gekommen, also von High Speed zu Total Relaxation, was die Produkte angeht, nicht so sehr, was das Arbeitspensum angeht. Ich weiß nicht, ob alle Emma kennen. Emma war mal ein Startup, ist mittlerweile kein Startup mehr. Es ist ein Mattress-in-a-Box-Company in dem Sinne. Mittlerweile geht es um alle Produkte, die mit Schlafen zu tun haben. Und mittlerweile mit fast 1000 Mitarbeitern auch wirklich relativ weit weg von einem Start-up. Was den Einkauf angeht, als ich angefangen habe vor etwa 1,5 Jahren, waren wir 6 Leute im Einkauf. Mittlerweile sind wir über 20, located in unterschiedlichen Offices von Manila über Shanghai bis nach Frankfurt, wo die Homebase ist. Und auch Lissabon, bald auch noch Mexico City, also die Sonne geht nie unter im Emma-Reich. Und ja, wir sind kräftig gewachsen in den letzten Jahren, einfach auch um die große Nachfrage und das große Wachstum irgendwo natürlich abdecken zu können. Mhm, Dankeschön. Benita? Ja, mein Name ist Benita Niemann. Ich bin aktuell verantwortlich im Indirect Procurement für das globale IT-Procurement und Lizenzmanagement. Man findet uns hier in Hamburg, René hat schon gesagt, Hapag-Lloyd, eine wahnsinnig lange Geschichte. Wir haben jetzt gerade unseren 175-jährigen Geburtstag gefeiert, sehr traditionell an der Stelle. Begonnen habe ich, oder geboren, sage ich immer so schön, bin ich im Einkauf, im Anlagenbau, habe also große Raffinerien für Pipelines eingekauft, in Düsseldorf und irgendwann hat es mich in die Hansestadt verschlagen und bin dann in die IT im Prinzip gekommen. Also habe da auch einen Branchenwechsel gemacht, immer schon im Einkauf. Ich stehe und brenne für den Einkauf und habe dort dann lange für den Otto-Konzern eingekauft und bin vor 3 Jahren dann zu Hapag-Lloyd gewechselt. Und seitdem sind wir eigentlich auch mit im stetigen Wandel. Wir sind zwar sehr traditionell und mit 175 Jahren schon alt, kann man sagen. Nichtsdestotrotz ist unser Einkauf super jung aufgestellt. Mein Team heute auch da. Wir sind lokalisiert in Hamburg und in Polen. An der Stelle, von daher haben wir auch die Herausforderung, wirklich hybrid zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Bei uns kann man alles finden, von Hardware, Software über Lizenzen. Die Herausforderungen, die wir haben, natürlich zu diesen verschiedenen Lokationen, aber auch diese Schnelllebigkeit. Ne? Wir sind im Konzern, trotz allem im Einkauf, wir haben eine super schnelllebige IT und da müssen wir uns einfach stetig anpassen. So, und ja, da haben wir verschiedene Herausforderungen. Lieben Dank. Wissner? Sorry, Patricia, Entschuldigung. Ja, mein Name ist Patricia Felder. Ich arbeite bei der Raiffeisen Warenzentrale in Köln. Das ist eine große Hauptgenossenschaft für Agrarthemen.
Wir sind eigentlich so ein Gemischtwarenladen. Also wir vertreiben nicht nur klassische Agrarprodukte im Groß- und Einzelhandel, sondern haben auch noch so Randthemen wie Autohäuser, wird der ein oder andere schon mal mitbekommen haben. Im klassischen Alltag bin ich aber Leitung vom indirekten Einkauf. Das heißt, ich habe mit der Ware an sich ganz, ganz wenige Berührungspunkte. Aber der indirekte Einkauf, der hat halt auch sehr viele Schnittpunkte ansonsten im Unternehmen. Und von daher sind wir eigentlich mit sämtlichen Fachabteilungen bei uns so vernetzt und immer im regen Austausch. Das heißt, wir agieren da auch oft irgendwie als Treiber. Zu meinem Hintergrund muss ich sagen, ich habe nach meiner Ausbildung bin ich in den Handel gewechselt und habe dann bei der Rewe Group 11 Jahre im Einkauf gearbeitet. Also bei mir ist es auch wie bei der Benita irgendwie Feuer gefangen in der Ausbildung und dann irgendwann gedacht, Mensch, das ist genau dein Thema, da willst du dich weiterentwickeln. Habe dann nebenberuflich auch studiert, habe einen Diplomabschluss gemacht als Diplomkauffrau quasi. Und das ganze Thema Einkauf hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Mein Eindruck vorher war, der Einkauf ist so ein bisschen, die letzten 25 Jahre, als ich gestartet bin, hat sich wenig verändert. Seitdem ich jetzt aber seit 15 Jahren im Einkauf bin, habe ich das Gefühl, wir überschlagen uns mit Neuerungen und Prozessen und Digitalisierung. Also das, was da so allein in den letzten 5 bis 10 Jahren auf uns zugekommen ist, ist eine wahnsinnige Herausforderung für Einkaufsteams. Aber genau das macht es spannend und macht so eine große Freude am Einkauf. Prima. Danke, Patricia. Wissner. Hallo, mein Name ist Vesna Bosnitsch-Wehner. Ich leite den GNFA-Einkauf bei der Alliance Healthcare und der GE Pharmahandel. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen und das ist ein Pharma-Großhandel. Deswegen vielleicht für die breite Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber ein sehr, sehr interessantes und spannendes Feld. GNFA ist Goods Not for Resale, weil wir sind ja ein Großhandel. Das heißt also im klassischen, bekannten Sinne der indirekte Einkauf. Zu meinem Werdegang, im Unterschied zu meinen Mitstreiterinnen, bin ich eine Quereinsteigerin im Einkauf. Also ich habe einen Masterabschluss in International Business Administration erworben. Danach bin ich über ein SAP-Implementierungsprojekt für den Bereich Sales bei der Kion-Gruppe gestartet. Habe das 4 Jahre lang gemacht, bin dann als Referentin der Geschäftsleitung für die Linde Material Handling GmbH sozusagen zum Einkauf gekommen, weil ich im Rahmen dieser Stelle Telekommunikationsverträge eingekauft habe, zusammen mit der IT und immer mehr so in diese Schiene Einkauf gerutscht bin, also über Möbeleinkauf für die neuen Headquarter und die ganzen Themen. Und nach 2 Jahren als Referentin der Geschäftsleitung durfte ich dann im indirekten Einkauf den Marketing-Einkauf, also Marketing, HR-Services und Print als Category sozusagen aufbauen und bin so dann zum Professional Services und Mobility gekommen. Diese 2 Categories habe ich auch bei der Kion-Gruppe bis März diesen Jahres geleitet und bin dann seit April diesen Jahres bei der Alliance Healthcare und der GE Pharma als Head of GNFA unterwegs. Dankeschön. Erlaub mir vielleicht direkt eine Folgefrage an dich. Was treibt euch momentan im Einkauf? Was sind so aus deiner Sicht gerade die absoluten Fokusthemen? Also ich glaube, der Einkauf muss sich wegentwickeln von diesem klassischen, also insbesondere der indirekte Einkauf, für den ich jetzt hier stehe und für den ich spreche, von dieser Bestellschreibmaschine. Also dieses Verstaubte, wir machen Bestellungen und wir arbeiten ab. Das ist eine frühere Welt. Im Endeffekt muss der indirekte Einkauf Mehrwert bringen. Das heißt, wirklich durch Digitalisierung, durch Transformation, diese ganzen alten Zöpfe loswerden und tatsächlich Mehrwert schaffen hin zu wirklich Wertschöpfung, zu Stakeholder-Management, wirkliche frühe Einbindung, um Dinge bewegen zu können, um dann auch wirklich für die finale Verhandlung vorbereitet zu sein und dann auch die besten Ergebnisse erzielen zu können. Und nicht, wie in vielen Unternehmen gelebt,
wird dann irgendwann mal Bescheid gesagt, ja, ach so, ja, wir sind uns mit dem Lieferanten einig geworden, aber vielleicht kannst du ja mal was machen, vielleicht so ein paar ja, Reisekosten verhandeln oder so. Ja. Das ist nicht unbedingt die Aufgabe des Indirekt- oder des Einkaufs, sondern diese frühe Einbindung. Und das können wir nur erreichen, indem wir uns frei von diesem ganzen Kladderadatsch machen und wirklich wertschöpfend arbeiten, Digitalisierung etc., was ich vorher genannt habe, um dann auch wirklich diese Fokusthemen, also diesen Mehrwert generieren zu können. Ja, okay. Du hattest eingangs gerade gesagt, dass das Thema Mehrwert des indirekten Einkaufs, also ich glaube, es steht außer Frage, welchen Job jeden Tag jeder im Einkauf, aber auch insbesondere im indirekten Einkauf halt entsprechend tut. Aber wie zeigt ihr das, wie macht ihr das transparent im Gesamtunternehmen? Weil schlussendlich eure Kunden sitzen ja ganz verteilt wahrscheinlich im gesamten Unternehmen. Wie macht ihr das deutlich? Naja, also wir werden ja immer an Einsparungen gemessen. Das ist so dieses Key-Ding im Einkauf, die Einsparungen. Ja. Aber ich glaube, was zumindest mein Ansatz ist, ist tatsächlich wirklich früh in diese frühe Projektphase reinzugehen und dann auch zu zeigen, okay, wenn der Einkauf mit dabei ist, dann werden gewisse Dinge, die immer am Ende aufpoppen, mitgedacht und von vornherein irgendwie gesteuert. Und dementsprechend A, kommen dann die Einsparungen und B, kommen dann aber auch viele andere Dinge mit hinzu, die vielleicht auch weiche Faktoren sind, die aber spürbar und visibler sind, wo Projekte zum Beispiel, sagen wir mal, schneller durchlaufen, in Anführungsstrichen erfolgreicher sind oder einfach ein anderer Output da ist. Und ja, aber natürlich gemessen werden wir an den Einsparungen und an den ganzen monetären Themen. Ja. Prima. Vielen Dank. Pia, vielleicht einfach mal ganz kurz zu dir. Was sind bei euch gerade im Einkauf die Hot Topics? Was beschäftigt euch? Naja, die Hot Topics sind zum einen, dass, glaube ich, wir die Baseline haben, dass wir ein sehr junges Unternehmen sind, ein sehr junger Einkauf natürlich auch, der wahnsinnig gewachsen ist. Also wir implementieren gerade viele Prozesse, versuchen da so ein bisschen strukturierter zu werden, Struktur reinzubringen. Und zeitgleich sind wir mit eigentlich zwei Dingen konfrontiert, die zentral sind für unsere Arbeit. Das ist zum einen die Inflation, die uns das Leben schwer macht. Und gleichzeitig dazu eine extreme Rohstoffknappheit, also insbesondere zum Beispiel, ich habe viel mit Betten zu tun, das Thema Holz ist ein riesiges Thema, überwiegende Teil des Holzes kommt aus der Ukraine, aus Belarus und ein Teil noch aus Russland. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel hinzufügen, dass man da im Moment gerade ja, eher die Bäume einzeln suchen muss. Das kombiniert mit einer Inflation, die sich sehr, sehr deutlich spürbar macht, ja, führt dazu, dass eben viele Sachen hinten runterfallen und man nur noch irgendwie im Feuerlöschmodus ist und irgendwie versucht, Feuer zu löschen, anstatt sich eigentlich darum zu kümmern, dass man nachhaltig einen Einkauf aufbaut, der eben schöne Prozesse hat, bei dem eben gerade in diesen Antizipationsmodus gekommen werden kann, in dem man eben nicht reaktiv arbeitet, sondern aktiv arbeitet. Das macht da gerade ein bisschen das Leben schwer, also an unterschiedlichen Fronten. Was ist bei dir persönlich so, ich sag mal, der Arbeitsalltag, wie viel Prozent ist momentan des Arbeitsalltages? Feuerlöschen, Troubleshooting, Engpassmanagement? ja, das kommt drauf an. Also ich habe ein starkes Team, teilweise seniore Leute, teilweise aber auch nicht so seniore Leute. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Unterstützung da gebraucht ist. Dadurch, dass wir immer noch sehr stark im Hiring sind, spielt das Hiring eine sehr, sehr große Rolle in meinem Wochenablauf. Also einen Tag verbringe ich eigentlich nur mit Recruiting-Themen. Aber ich würde sagen, Feuer löschen 1 bis 2 Tage die Woche, also 20 bis 40% würde ich mal locker im Moment gerade dafür auf meine Agenda schreiben. Okay, krass. Ja, Thema Logistikketten, gehen wir direkt mal zu Benita. Was sind bei euch die Hot Topics im Einkauf bei Hapag-Lloyd? Indirektes Material. Ja, gut. Dadurch, dass ich an der IT verankert bin, ist bei uns das ganze Thema Innovation. Wir hatten gestern schon ein wahnsinnig interessantes Thema Corporate meets Startup. Also wirklich mit am Zahn der Zeit zu hängen. Wir sind total schnelllebig. Wir sind aber halt ein großer Konzern. Da sind wir halt wirklich dabei, early on stage zu sein, direkt mit dabei zu sein, diesen Value halt sichtbar zu machen. Du hattest es gerade gesagt, also wirklich zu sagen, warum ist es wichtig, uns mit einzubinden? Ne? Also nicht nur irgendwie zu sagen, naja, ich habe schon alles fertig und mach mal nochmal 20% bitte und wenn du es nicht schaffst, dann bist du nicht gut, sondern wirklich dieses Thema mit dabei zu sein, mit zu steuern. Für uns ist das Thema Qualität ein großes
ein großer Wert, den wir als komplette Company mitbringen. Und da haben wir als Einkauf natürlich einen riesengroßen Teil dran. Oder zumindest bringen wir da unseren Mehrwert. Ansonsten das ganze Thema Logistik, ja, man hört es immer mal wieder, vor Shanghai haben sich alle Schiffe gestaut, also wir merken das ganz doll an dem Hardware-Bereich, dass einfach wir keine Ware bekommen, Lieferzeiten sind so unheimlich lang, so, und das heißt dann irgendwie nicht, also das ist, weil irgendwie der Hafen von Shanghai irgendwie zugemacht hat, sondern warum liefert eigentlich der Einkauf nicht? So, und das zu erklären, unsere Arbeit transparent zu machen, das ist super, super wichtig, und das war früher überhaupt gar kein Thema, ne? Da wurde das irgendwie so gemacht, und das ist das, wo wir uns hinentwickeln wollen. Wir wollen halt wirklich kommunizieren, wir gehen früh mit den Kollegen einfach ins Gespräch, also das Thema Kommunikation ist so unheimlich wichtig, halt auch wirklich dieses Kaffeeküchenthema, ne? Ach so, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Hast du eigentlich Themen bei dir und wie läuft's so? Das ist dann Corona natürlich total schwer, deswegen sind auch unsere Kalender so explodiert, weil wir halt so Coffee Breaks gemacht haben, weil wir gerade als Einkauf immer noch am Business dran sein müssen, um zu gucken, okay, was habt ihr denn gerade? Synergien schaffen, total wichtig, und das können wir nur, indem wir einfach fragen, indem wir einfach da sind, indem wir uns sichtbar machen und Transparenz schaffen. Okay, prima, vielen Dank. Patricia, was sind die heißen Themen bei euch? Ja, also man hat auf den bei den letzten Masterclasses und Keynotes oft so klassische Buzzwords gehört, die uns allen wahrscheinlich so zu den Ohren heraushängen oder an den Ohren heraushängen. Das sind natürlich so krisengebeutelte Themen, die auch gerade die Pia schon angesprochen hat. Aber das Thema Digitalisierung steht für uns ganz oben, wurde eingangs ja auch schon gesagt. Also wir müssen uns im indirekten Einkauf von diesen ganzen manuellen Tätigkeiten und administrativen Tätigkeiten verabschieden, müssen digitaler werden und das den Systemen überlassen, dann aber auch zuverlässig. Das heißt, wir müssen gucken, dass auch die Prozesse sauber schon aufgesetzt sind, damit uns die Systeme da auch zuverlässig unterstützen. Aber dann kommen natürlich Nachhaltigkeitsthemen on top. Lieferkettengesetz ist ein großes Thema, was Anfang nächsten Jahres an den Start gehen muss. Und ja, das spielt alles so ein bisschen auch in die Digitalisierung mit rein. Und nichtsdestotrotz müssen wir unseren Job als Einkäufer machen, das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, aber ich glaube, wenn man das Thema Digitalisierung ernst nimmt und sauber aufsetzt, dann können die Systeme unterstützen, dass man wieder Freiraum für das klassische Geschäft hat, Lieferantenbeziehungen, Verhandlungen, Ausschreibungen, was uns alle so begleitet und nicht nur der Feuerlöscher in Krisenzeiten sein. Mhm. Machen wir mal, ich sag mal, einen zeitlichen Sprung. Jetzt Einkauf heute versus Einkauf in 5 Jahren. Wenn du sozusagen digitalisiert hast oder auf dem weiteren Weg der Digitalisierung bist, sprich Aufgaben rausgenommen hast, die halt eher operativer Natur sind, ja, was sind dann für dich nach vorne hin die Fokusthemen? Also ich würde jetzt mal das auf unser Unternehmen münzen. Ich stelle in ganz vielen Projekten fest, wie die Vesna auch eben schon angesprochen hat, oft scheitern Projekte in der Umsetzung daran, dass Leute vergessen worden sind, die aber ein wichtiger Stakeholder sind, oder so die letzte Meile nicht gegangen wird. Man fängt ein Projekt an und hört bei 80% auf, weil irgendwie die Hürde der letzten 20% oft zu groß scheint. Und ja, dann bleiben Sachen liegen, die aber eigentlich dann so ein bisschen mit Wadenbiss dann umgesetzt werden könnten. Und ich glaube, dass wir im indirekten Einkauf da als Werttreiber im ganzen Unternehmen auch aufstehen können und die Leute an den Tisch holen können, damit zum richtigen Zeitpunkt die Leute dann auch ihr Feedback geben können und partizipieren können am Erfolg des Projektes und nicht zu spät eingebunden werden und dann ja, aus Blockadegründen oder technischen Gründen ein Projekt dann oft scheitert. Mhm. Ja. Pia, ich stelle mir das bei euch, gerade mal so das Thema Change Management, Mitnehmen von Leuten, setzt ja voraus, dass es auch eine gewisse Kontinuität, ich sag mal, im Recruiting, im Dableiben etc. ist. Wie sieht das bei euch aus? Naja, Kontinuität bei einer Firma, die 8 Jahre alt ist, ist natürlich schwierig. Und ich habe angefangen, da hatten wir 450 Mitarbeiter vor 1,5 Jahren. Mittlerweile haben wir fast 1000. Also es gibt eben 600 Leute, die halt nicht länger als 1,5 Jahre effektiv dabei sein können. Also von daher rein mathematisch ist Kontinuität schon an sich schwierig. Ich glaube, was sehr, sehr hilft, ist die Tatsache, dass im Recruiting sehr, sehr stark darauf Wert gelegt wird, dass die Leute sehr unternehmerisch sind, sehr gut zupacken können und gar nicht so sehr darauf geachtet wird, ob sie jetzt irgendwie schon 3 Praktika im Einkauf hatten. Verzeihung.
sondern sehr, sehr stark darauf geguckt wird, dass sie die Ownership haben, dass sie wirklich ihre Rolle aufnehmen. Und das hilft dann auch den vielen, auch etwas senioreren Leuten im Management, Aufgaben weiterzugeben, auch wirklich vertrauensvoll sagen zu können, du übernimmst das jetzt mit aller Verantwortung. Und ich glaube, das federt das Thema Kontinuität etwas ab, weil die Leute sehr schnell kommen, sehr schnell ihre Aufgabe umarmen und dann auch gute, seniorere Leute im Management dann eben diese Ownership weitergeben können. Mhm. Wo möchtest du mit dem Einkauf in 5 Jahren bei Emma stehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was wirklich meine Wunschvorstellung ist, ist dieser Antizipationsmodus. Also ich möchte raus aus dem Hinterherlaufen rein in ein sehr aktives Tun. Also als Innovationsgeber, als Ideengeber ganz, ganz vorne an Projekten schon mitzuarbeiten und sie komplett zu begleiten. Bei der Implementierung, bei der gesamten Entwicklung, dass man eben schon da viele, viele Faktoren, die zum Beispiel auch das Pricing angehen, einfließen lassen kann, die sonst vergessen werden, die im Nachgang eben nicht mehr eingebaut werden können. Also ich denke, diese frühe Integration des Einkaufs in einen solchen Prozess ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das, glaube ich, steht jetzt nicht nur für Emma, ich glaube, das steht generell, also in der Automobilindustrie würde ich das sagen, wäre das ein ähnliches Thema gewesen. Und da sehe ich auch eben das, was Patricia gerade erwähnt hat, dass wir durch Digitalisierung, durch sehr gute, stabile Prozesse uns eben freispielen müssen, um diese Kapazitäten zu haben, um auch innovativ zu sein, um die Zeit zu haben, um uns einzubringen, um bei Lieferanten zu sein, um auch diese Innovationen mitzubringen, mit an den Tisch zu bringen und dann auch einen klaren Mehrwert zu stiften. Mhm. Vom Anfang bis zum Ende, wenn es dann ums Verhandeln und Pricing geht. Mhm. Danke dir. Benita, bei genau den Punkt nochmal aufnehmen. Bei dir habe ich vorhin verstanden, dass ihr da heute eigentlich schon in gewisser Weise auch seid, dass ihr sagt, hey, wir begleiten die Fachbereiche auf sozusagen neuen Innovationen, möglichst früh dabei zu sein, aber vielleicht auch in die Fachbereiche das hineinzutragen, zu sagen, hey, wir sind Innovationsscouter im Einkauf, weil wir sehr viel von Startups mitbekommen. Wo steht ihr da? Also ich habe vor 3 Jahren bei der Hapag-Lloyd angefangen und seitdem haben wir einen kulturellen Wandel mitgemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sind jetzt noch nicht so der Innovationsscouter. Da kommen wir vielleicht mal hin. Aber wir sind schon dabei, wenn ich mal so reflektiere, in den letzten 3 Jahren sind wir sonst immer eher so als Exekutive, kannst du mal eben kurz den Vertrag verschicken, hin zum, du, ich habe da mal ein Projekt, hast du das schon mal gehört? Können wir uns mal zusammensetzen? Und das merken wir ganz, ganz verstärkt. Und das sage ich auch immer zu meinen Leuten. Fragt nach, macht euch präsent, damit wir genau das mit dabei sind, mit zu steuern, weil wir halt immer unsere Experten mit an den jeweiligen Tisch holen. Anders kannst du Verhandlungen einfach nicht führen. Ne? Das bringt nichts, wenn alles schon durch ist und du dann noch zum Schluss irgendwie nur Savings generierst, weil das sind wir nicht mehr. Das war irgendwie mal vor Jahrzehnten, dass der Einkauf irgendwie für Einsparungen steht, sondern wir als Einkauf wollen dahin, dass wir sagen, wir sind halt wirklich ganz früh eingebunden. Wir sind ein großer Beitrag zur Wertschöpfung. Wir stehen für Qualität. Wir treiben auch Innovation voran. Ne? Und das sage ich auch immer, geht raus, so wie hier, Netzwerk, hört doch mal euch um. Es muss nicht immer nur Einkauf zu Einkauf sein, sondern geht doch mal irgendwo anders hin und schaut mal über den Tellerrand hinaus. Nehmt das mal mit und greift das auf. Da entwickeln wir uns hin und da bin ich ganz froh, dass der Einkauf von mir auch da mitgeht, ne? Um mal zu sagen, ja, ich gehe mal in diesen Roundtable, kann ich zwar überhaupt gar nichts zu sagen, ist auch völlig okay, selbst ich und ich glaube, das geht uns allen so, wir können auch nicht immer direkt zu irgendwelchen neuen Themen uns zu äußern, sondern wir lernen auch damit und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den wir im Einkauf für die nächsten Jahre uns mit auf die Fahne schreiben müssen, mitlernen, mit dem Business, mit den Kollegen, um einfach da den Mehrwert zu haben. Mhm. Dankeschön. Interessante These, dass du sagst, der Einkauf sollte nicht für Kosteneinsparungen mehr alleine stehen. Ja, also ich glaube, das ist halt, wenn man heute, und das ist die Überleitung, wenn man heute viele Vorstände fragt, wofür steht dein Einkauf? Ja, hat es sich sicherlich in den letzten 24, 36 Monaten nochmal signifikant gewandelt,
Aber wenn man, glaube ich, durchgeht, ist das Thema Kosteneinsparung dann doch irgendwie noch unter den Top 1, 2, 3? Also das ist natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben, das dürfen wir nicht verkennen, dafür sind wir ja halt doch Einkäufer, ich liebe verhandeln, ne? Also das mache ich privat ja auch, mein Mann ist immer ganz schockiert und sinkt immer den Kopf, so, ne? Also so, ne? Ich liebe Flohmärkte, also so, von daher, ich glaube, das darf man gar nicht verkennen, das will ich auch gar nicht wegschieben, so, aber da gehört mehr zu, als irgendwie nur was am Preis zu machen, so, und ich bin ja auch nicht ein großer Fan davon, irgendwie Savings daran zu generieren, ob du jetzt irgendwie einen Prozentsatz erreicht hast, ne? Sondern es geht ja auch weitaus mehr darüber hinaus. Wirst du dem Partner, also wir reden nicht von Kunden-Lieferanten-Beziehung, sondern wir reden wirklich von Partnerschaften. Das hat sich auch gewandelt. Früher war es so Kunde-Lieferant und ich als Kunde sage, was du als Lieferant zu machen hast. Wir gehen ja mehr dahin zu sagen, wir bilden Partnerschaften, so längerfristig sogar. Und das ist eine Entwicklung zusammen. Mhm. Wesna, in deine Richtung, wo steht dein Einkauf in 5 Jahren? Also mein Einkauf jetzt, der Einkauf der Alliance Healthcare und der GE Pharma, da das, die zwei Unternehmen ja erst sozusagen am Zusammenwachsen sind, müssen wir erstmal zusammenwachsen. Das heißt, wir müssen die Prozesse streamlinen erstmal. Also wir stehen wirklich am Anfang, also Prozesse, Digitalisierung, gemeinsame Prozesse. Und dann hin zu den Themen, die Benita schon teilweise erreicht hat. Das ist bei uns auch in manchen Dingen auch so. Direkt mit an den Tisch, direkt mit dabei. Aber was du auch genannt hast, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich diese Neugier, diese Offenheit und nicht nur der Einkauf, der Einkauf, der Einkauf, sondern der Einkauf und der Vertrieb haben so viel zusammen, also so viel gemeinsam und man muss auch als Einkäuferin schauen, dass man auch von den ganzen anderen Abteilungen profitiert und sich da auch so eingliedert und natürlich, also vieles, was du gesagt hast eben, da sehe ich uns auch in den nächsten 5 Jahren. Also zusammenwachsen, Prozesse streamlinen und dann wirklich anfangen, wirklich diese in Kategorien, in Mehrwert, in Verträgen und nicht nur in Einsparungen. Es gibt also in der heutigen Zeit kann man ja oftmals auch keine Einsparungen generieren, weil Ressourcenknappheit, weil was auch immer, ja. Dann gibt es aber auch andere, also kreativ werden, ja, Zahlungsziele, was weiß ich, Lieferungen, ja, viele andere Themen, die man auch verhandeln kann, die jetzt nicht unbedingt eine Einsparung an sich sind, monetär, aber doch, mein Cashflow wird verbessert, ich bekomme andere Benefits dazu und das sind wirklich so Themen, da müssen wir hin. Einfach offener, neugieriger und nicht mehr so in diesen altbackenen Strukturen, sondern wirklich auch, ja, einfach hinaus in die Welt und auch den Einkauf einfach auch spannender für Außenstehende machen. Und attraktiver und einfach breiter, ja. Also ihr seht, ich brenne da für diese Transformation, weil ich sie auch wirklich essentiell finde, auch zukünftig gerichtet, um auch Personal zu gewinnen und auch um Thema Women in Procurement, auch andere Frauen für den Einkauf zu interessieren, zu mobilisieren, weil oft, wenn ich mit Uni-Absolventinnen spreche, ja, wo willst du hin, BWL abgeschlossen, ja, so Einkauf ist total langweilig, ja, also das heißt, ja, nee, nur irgendwelche Bestellungen schreiben, also ich möchte ins Marketing Events organisieren oder ich möchte in HR oder wo auch immer, ja, und genau andersrum, also wir müssen gute Leute bekommen, um dann genau diese Ziele, die Benita genannt hat, auch erreichen zu können. Den Punkt gehen wir sofort weiter tiefer rein, du kannst gerne weiterbrennen. Gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Fragen, Hinweise, Anmerkungen aus dem Publikum? Jetzt ist eine gute Chance. Bitteschön. Sie bekommen auch ein Mikrofon. Vielleicht sagen Sie kurz Ihren Namen und das Unternehmen, aus dem Sie kommen. Und dann natürlich sehr gerne Ihre Frage. Ja, hallo, mein Name ist Katrin Thiesen. Ich bin Einkaufsleiterin von der Hamburger Firma Dülberg Concentra. Wir machen Duft- und Aromastoffe für verschiedene, ja, Kosmetik, Pharma, Food. Ich habe direkt die Frage zu dem Thema Frauen eben im Einkauf und ich meine, ihr seid alle echt tolle Frauen, Hut ab und ich frage mich halt tatsächlich, warum so wenig Frauen in Führungspositionen im Einkauf sind. Ich habe auch hier das Gefühl, so auf 10 Männer kommt eine Frau ungefähr, also das ist schon ein Übergewicht. Und ich wollte einfach mal fragen, ist es tatsächlich aus eurer Sicht dieses, ja, angestaubte Image, Bestellung schreiben oder ist es vielleicht eher dieses Thema, der Einkauf hat sich eben sehr gewandelt, das Thema Digitalisierung ist vielleicht tatsächlich vielleicht eher doch noch ein männliches oder
schreckt auch einfach dieses Offensive. Ja, ich meine, verhandeln hat halt auch eben was mit, naja, einer gewissen Dominanz. Also klar, es geht viel in Richtung Partnerschaften, aber man muss natürlich schon auch ein bisschen extrovertiert sein, ein bisschen dominant sein, ob das eher noch eine Männerdomäne ist. Und da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören. Frage in die Runde oder eine Wunschkandidatin für eine Antwort? Nee, Frage in die Runde, gerne. Also, wer möchte? Ich fange sonst mal an. Also, ich glaube, es liegt daran, wenn man mal zurückschaut, der Einkauf, für was steht der Einkauf? Irgendwie ergebnisorientiert, Savings generieren, analytisch denken und Hauptsache, du bist ein richtig harter Verhandler. Und diese Eigenschaften wurden so ganz stereotypisch natürlich mit einem Mann verglichen, so mit den... So, und ich glaube, dass man jetzt so in den letzten Jahren erkannt hat, dass das ja nicht alles ist, also, sondern dass du auch durchaus mal Empathie brauchst, eine gewisse Emotionalität, ist auch mal okay zu lachen, mal Farbe zu tragen, so, und dass wir da durchaus auch zum sehr, sehr guten Ergebnis kommen. So, und was mir, also ich kann nur von mir persönlich, mir fehlt immer so noch dieses, diese Vorbilder. Ich sage auch immer zu jungen, aufstrebenden Talenten zu sagen, sprech doch mal ruhig jemanden an. Sag mal, warum bist du jetzt eigentlich in der Position, egal ob das Mann oder Frau ist, mal zu sehen, wie war eigentlich so dein Werdegang, mal selbstbewusst dahin zu kommen. So. Da ist ein Mann wahrscheinlich eher, der schreit eher, hier, ich kann das. Wenn wir als Frau eine Bewerbung lesen, dann sagt man, ah, ich kann davon irgendwie 60% nicht, ach, da will ich mich nicht drauf bewerben. Der Mann würde sagen, gegebenenfalls, ach, 40% mache ich. Ich gehe mal rein, ich probiere mal. So, und ich glaube, wir brauchen auch alle mehr diese Vorbilder, dass wir mal mutig sein können. So. Und auch mal, ich finde, es ist gar keine Schwäche, so wie ich vorhin gesagt habe, mal zu sagen, kenne ich mich jetzt gerade noch gar nicht so richtig aus mit dem Thema, gehe ich mal an. So. Und ich glaube, das wird auch mehr kommen. Ich habe so das Gefühl, das kommt mehr. Also wenn ich so in mein Team gucke, ich bin so fast pari-pari aufgebaut und ich finde das super. Und auch diese Diversität, egal ob Mann oder Frau, beide kommen zu einem sehr guten Ergebnis. So. Wissner? Genau. Also ich pflichte dir voll und ganz bei, diese Visibilität von Frauen in gewissen Positionen ist natürlich... total wichtig, ja, weil Frauen ziehen Frauen, ja. Ich bin kein wirklicher Freund von der Quote, aber ich glaube schon, dass wir für eine gewisse Zeit eine Quote bräuchten oder brauchen, um einfach ein bisschen mehr weibliche Population in den Führungsetagen zu bekommen. Aber das große Thema auch generell Führung, ob Mann oder Frau, wie auch immer, ist natürlich auch irgendwo die Vereinbarkeit. Ja? Weil oft steht eine Führungsposition mit irgendwie einer 60-Stunden-Woche, wenig irgendwie Freiraum, Familie wird nicht gesehen. Und oft, ja, es ist einfach schwierig, also so gesellschaftlich gesehen. Ja? Und ich finde, da hängt es wirklich auch sehr, sehr stark von den Unternehmen ab, inwieweit sie auch den Mitarbeitenden jetzt, egal ob weiblich oder männlich, da auch die Freiräume geben, diese Vereinbarkeit irgendwie zu gewährleisten. Und ich glaube, wenn man dann wirklich auch das nicht nur auf die Fahne schreibt und sagt, ja, wir sind Top-Arbeitgeber, ja, aber du musst 5 Tage die Woche 9 Stunden im Büro sitzen, sondern man wirklich mehr den Mitarbeitern auch vertraut und auch diese Führungsstile, die vielleicht weiblich auch anders sind, ja, also nicht diese Kontrolle, sondern wirklich Vertrauen und auch ja, den Mitarbeitern einfach ja, das Gefühl geben, okay, du machst es schon, das ist dein Aufgabenbereich und ob du jetzt auf dem Mond sitzt oder auf Hawaii oder zu Hause oder im Büro, solange du deinen Job gut machst, ist alles fein. Ja? Und wenn man wirklich das Gefühl von seinem Unternehmen bekommt, dann denke ich auch, dass sich auch mehr Frauen trauen werden oder würden, in solche Positionen zu gehen. Weil im Einkauf an sich, also zumindest bei Kion, waren auf diesen Einkäuferpositionen, zumindest im indirekten Einkauf, waren schon Frauen da. Aber, oder auch generell in vielen Unternehmen. Frauen sind schon da, aber wenn es dann höher geht, dann halt weniger und seltener. Also ich tue mich, ich habe so eine kleine Allergie gegen das Wort tough, weil ich das im Recruiting sehr, sehr viel merke. Und ich merke, dass da manchmal so ein kleiner Doorkeeper ist mit dem Wort tough. Und die Frage kommt ja, ist sie denn tough genug zu verhandeln? Kommt zumeist mit einer weiblichen Bewerberin, seltener mit einem männlichen Bewerber. Und gerade im Einkauf ist dieses Wort tough mit Verhandeln sehr gerne verknüpft. Und ich glaube, dass da vielleicht auch so eine kleine Engstelle an der Stelle ist. Und ich störe mich da ein bisschen dran, weil ich die seltensten Verhandlungen gut abgeschlossen habe, indem ich laut schreiend auf einen Tisch gehauen habe. Es war eigentlich eher der Fall, dass ich gedacht habe, unterschätzt mich ruhig, das wird lustig. Und ich glaube, diese Methodik ist was wir uns irgendwie aneignen müssen. Und wir müssen vielleicht eher auf die Ergebnisse gucken, als
haut die jetzt auf den Tisch oder nicht? Wenn am Ende die Savings stimmen, dann stimmen sie ja. Und deswegen mag ich dieses Wort tough in Kombination mit der Bewertung eines Bewerbers nicht, weil das auch einfach, ja, junge Damen, die vielleicht noch etwas zurückhaltender sind, die vielleicht etwas leiser sind, die nicht die ganz lauten Stimmen haben, und das, ich meine damit wirklich physisch Stimmen, gerne mal unterschätzt damit, dass sie vielleicht einfach einen Weg gehen, den wir seither noch nicht gegangen sind, aber mindestens zum gleichen, vielleicht sogar zu einem besseren Ergebnis kommen können. Und da ist für mich manchmal so ein Doorkeeper, den wir, glaube ich, umgehen müssen oder lernen müssen, um zu umgehen oder zu übersehen. Im Kontext Karriere als Frau im Einkauf gibt es eine Aussage, die ich in den letzten Tagen mal gehört habe. Karriere funktioniert, wenn du dich in der Männerwelt anpasst. Das was stimmt, meint ihr dazu? Das stimmt nicht. Also genau das, was die Pia gesagt hat, ist diese Diversität, dieses Anderssein macht's aus. Ja? Und wenn man auch Frauen sind anders. Und wieso müssen wir alle irgendwie in grauen Anzügen durch die Welt rennen und, keine Ahnung, die gleichen Schuhe tragen und das gleiche Getränk trinken und das gleiche essen? Nein, wir sind alle anders. Und genau das macht es gerade aus. Also wie du gesagt hast, auch das Wort tough oder die Attribute, die mit dem Einkauf oder mit diesem wie ein Mann sein und diese Fragen, die Frauen auch gestellt werden, die dann viele vielleicht auch abschrecken, diesen Schritt in den Einkauf zu tun, ja. Also wir sollten uns da mehr zurücknehmen und einfach diese Diversität, okay, Diversity ist jetzt auch so ein inflationäres Wort, aber irgendwo ist da auch was dran, dass, ja, jeder ist anders und jeder macht seine Sache, wie du auch gesagt hast, auf seine Art und Weise gut. Und wir müssen uns von diesem, du musst so sein wie, freimachen, sondern du musst so sein, wie du bist, nur so kannst du die besten Ergebnisse erzielen und das beste Ergebnis auch für dein Unternehmen erreichen. Mhm. Was tut ihr bei euch im Einkauf, damit ihr vor allem auch weibliche Talente ansprecht? Gar nicht jetzt, ich sag mal, in der Karriere, sondern erstmal prinzipiell in der Ansprache, dass die entsprechend zu euch kommen. Meinung? Also ich würde mal für unsere Firma und für meine Abteilung sprechen. Wir haben überhaupt kein Bewerberproblem auf der Frauenseite, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Stellenausschreibungen rausgeschickt und es bewerben sich ganz viele Frauen, auch mit einem Werdegang im Einkauf. Ich kann jetzt nicht feststellen, dass es da einen Männerüberhang gibt. Und wir sind auch ein gemischtes Team. Ich glaube, das macht auch ein Team aus, dass da Männer und Frauen irgendwie mit Stärken und Schwächen aufeinandertreffen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, die Männer haben die Stärken, die Frauen haben die Stärken, sondern es ist immer eine ganz individuelle Sache, so wie man auch mit einem Verhandlungspartner im Vertrieb nicht sagen kann, die Frau hat die Attribute und der Mann die, sondern das sind auch ganz unterschiedliche Charaktere und da muss man tatsächlich auch immer aufs Individuum eingehen, ist meine Feststellung. Und ich versuche einfach in einer Stellenausschreibung oder in einem Bewerberprozess immer zu schauen, passt die Person von den Anforderungen, aber passt die auch in die Unternehmenskultur und auch in die Abteilung rein. Und wenn man dann den richtigen Kandidaten gefunden hat, dann ist es aus meiner Sicht egal, ob es Männlein oder Weiblein ist. Also meine Erfahrung ist, also mir ist es im Prinzip egal, wer sich bewirbt. Ich möchte einen guten Bewerber haben. Ich freue mich, wenn es eine Frau ist. Ich freue mich auch, wenn es ein Mann ist. Das ist für mich erstmal der Hauptgrund. Was ich aber feststelle, ist, dass wir grundsätzlich einfach eine Shortage haben an guten Leuten, die dann auch zu uns kommen wollen. Es gibt sehr oft im Einkauf eben gute Kandidaten mit mehreren Angeboten und auch Kandidatinnen mit mehreren Angeboten. Und was ich schon gelernt habe, ist, dass Kandidatinnen, die dann eben zu mir in mein Team kommen, sagen, ich habe mich bewusst entschieden, weil du eine weibliche Führungskraft bist. Das ist ein Attribut des Teams, dass sie quasi zu einer Entscheidung hin zu Emma entgegen eines anderen Unternehmens, bei dem sie möglicherweise ein Angebot haben, machen. Und das finde ich dann schon interessant. Und dann kommt wieder dieser interessante Aspekt der Quote ins Spiel, den du vorhin erwähnt hast, wo ich auch so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis dazu habe. Aber das sind natürlich schon sehr bewusste Entscheidungen. Und ich kann spüren, dass dieser Wunsch nach weiblichen Vorbildern oder nach einer weiblichen Führungskraft dann auch wohl da ist, gerade bei jungen Bewerberinnen. Und das könnte dann eben doch an manchen Stellen irgendwo den Weg da etwas ebnen oder beschleunigen. Das ist schon möglich. Quote im Einkauf, ja oder nein? Also ich brauche keine, ich habe 50-50. Frage beantwortet. Danke für die zündende Frage. Gibt es weitere Fragen? Dann noch mit Blick auf die Uhr ein letztes Thema. Einstieg im Einkauf. Abgehakt, jetzt Karriere im Unternehmen.
Wir hatten in einem Vorgespräch, hattest du gesagt, Benita, man braucht Fans im Unternehmen, um Karriere zu machen. Kannst du das einmal bitte ausführen? Ja, das zahlt so ein bisschen auf das Thema, sich sichtbar zu machen. Auch ruhig mal selbstbewusst sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin im Leben? Nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und von daher sich zu verknüpfen. Also ruhig mal zu sagen, irgendwie an den Top-Management mache ich auch. Wir haben eine neue CEO, mal zu fragen, ob sie mal Zeit für ein Lunch hat. So, einfach mal sich präsent machen und sich zu verknüpfen, denn nur so wird man halt auch sichtbar, ne? Und zu sagen, ach Mensch, ich habe doch mal gesprochen, ich spreche sie doch nächste Mal an, weil wir haben ja irgendwie diesen Icebreaker gehabt gerade so. Und das ist super wichtig, auch das Thema Mentoring, weil mit jemandem mitzugehen, auch ich als Führungskraft habe mir auch einen Mentor gesucht, ne? Als ich die Stelle angetreten habe. So, das muss ich jetzt nicht überall irgendwie groß ausschreiben, aber zumindest mal jemanden als Sparring zu haben, das ist nicht schlimm, oder ein Coaching zu machen, so an der Stelle. Und dieses Fan im Unternehmen zu haben, ist einfach darauf gesagt, dass man sichtbar ist und dass man sich zeigt und dass man sagt, ja, ich bin wer und ich traue mir das total zu. Und was wir halt immer noch zu wenig machen, ist auch mal die Erfolge, auch die kleinen Erfolge einfach zu zeigen und mal auch sein Team mit zu präsentieren. Mhm, Dankeschön. Weitere Meinungen? Ja, ich komme aus Köln. Bei uns gibt es einige Grundgesetze. Ein paar Leute werden die schon kennen. Das eine ist, et noch immer Joti Jange. Und das andere ist, et kütt wie kütt. Also ich versuche mir über viele Sachen gar nicht so viele Gedanken zu machen, sondern tatsächlich dann auch auf die Situation zu reagieren und mich nicht verrückt machen zu lassen. Prima, auch ein erfrischendes Statement. Die letzten 2 Minuten, vielleicht was ganz anderes. Jetzt sind 1,5 Tage Procurement Summit und für manche auch schon 2,5 Tage Procurement Summit durch. Was fandet ihr mit am spannendsten, was ihr hier auf den Ständen, in den Diskussionen, in der Keynote mitbekommen habt? Welche Ideen, welche Impulse, welche vielleicht aber auch Tools, Methoden, die ihr neu kennengelernt habt? Gib einmal auf einmal rum. Ich fand die Kombination an Menschen, die mir hier begegnet sind, sehr interessant. Ich finde, die spricht sehr für den Einkauf und wir sollten echt mehr werben, weil es ist eine coole Kombination aus sehr, sehr offenen, sehr kommunikativen Menschen mit hellen Köpfen dahinter. Also das hat mich, ich will nicht sagen überrascht, ich meine natürlich nicht, aber es hat meine Meinung vom Einkauf und Einkäufern bestätigt und das fand ich sehr, sehr schön und das hat mir auch wirklich gut getan, muss ich sagen. Prima, Dankeschön. Ja, ich bin jetzt in der Tat das 5. Mal auf dem Procurement Summit. Also ich war schon beim allerersten dabei und ich lerne immer wieder super neue, spannende Leute kennen. Oder ich treffe Leute wieder und sage, ach Mensch, wo bist denn du jetzt? Ne? Typisch, ich gucke mal auf die Karte und so, sich einfach auszutauschen. Dieses Erfrischende, das habe ich hier wieder erlebt. Aber auch diese Startup-Area, die wächst ja von Jahr zu Jahr, sich inspirieren zu lassen und dann aber auch auszutauschen. Also wir haben vorhin jetzt kurz gesprochen, also, warst du eigentlich bei dem schon mal? Habt ihr dieses Tool? Und also darüber auch zu sprechen, total gut. Mhm. Dankeschön. Ja, für mich gibt es 2 Aspekte. Einmal, wie ihr gesagt habt, das Netzwerken, neue Leute kennenlernen, auch mal austauschen, wer hat schon welche Erfahrungen gemacht mit Systemen oder mit Anbietern und das ist so wertvoll. Man denkt immer, ach, es sind 2 Tage, die man investiert, weg vom Schreibtisch, das tut erstmal weh, gerade in so Krisenzeiten. Aber wenn man dann hier wegfährt, hat man eigentlich immer das Gefühl, so, das war total wertvoll. Und was man sagen muss, die Start-up-Branche und die Anbieter da unten, der Markt explodiert. Man kriegt tausende Anfragen, ob man sich die Software mal angucken will und ob das ins Unternehmen passt. Und das ist für den Einkauf ziemlich schwer, das neben dem Tagesgeschäft immer so zu bewerten. Und da ist der Austausch mit Leuten, die auch schon mal Erfahrungen gemacht haben mit Software, wahnsinnig sinnvoll, weil auch nicht zu jedem Unternehmen jede Software passt. Und das sind so meine 2 Sachen, die ich mitnehme. Dankeschön. Ja, ich kann mich meinen Vorrednerinnen auch anschließen. Also die Gespräche sind super interessant, die Leute sind sehr, sehr spannend, auch die Werdegänge und so, ja, alles, was man so mitbekommt im Austausch. Aber vor allen Dingen auch diese, die Digitalisierung, die auch unten an den Ständen präsentiert wird, das Potpourri an Unternehmen, die teilnehmen und sehr, sehr spannend auch für diese Zeiten im Wandel, um auch zu schauen, okay, was gibt es alles, was gibt es Neues und wie kann ich meinen Einkauf voranbringen, indem ich auch da Kontakte knüpfe und Ideen sammle. Also wirklich sehr, sehr wertvoll. Prima, Dankeschön. Letzte Chance für das Publikum, noch eine heiße Frage. Es gibt tatsächlich mehrere.
Einmal Ladies first in der letzten Reihe. Vielleicht könnten wir einmal das Mikrofon. Dankeschön. So. Ich hoffe, man hört mich. Ja, okay. Mein Name ist Mila Jamil. Ich arbeite als Key Account und Projektmanagerin bei BotFriends. Das ist ein Startup, was da unten ist. Wir beschäftigen uns mit Bot-Automatisierung, das heißt Voicebots, Chatbots und so weiter. Und was ich interessant fand, war das ganze Thema Mentoring. Das heißt, wie kommt man dazu, sich einen guten Mentor zu suchen? Worauf habt ihr geachtet, als ihr das Thema angegangen seid? Weil das ist was, was ich finde, recht schwierig ist. Wunschkandidatin oder in die Runde? Könnte die Frage umgekehrt beantworten. Bei uns gab es kein Mentoring-Programm, das gibt es seit diesem Jahr. Da wurde ich gefragt, ob ich Mentor für eine Kollegin sein kann, die im Finanzbereich arbeitet, also gar nichts mit Einkauf zu tun hat. Und als ich das erste Mal von der Idee gehört habe, habe ich total dafür gebrannt, weil ich wusste, Mensch, das hat mir gefehlt, sich auch mal mit einer Frau auszutauschen, die auch Führungserfahrung schon hat. Und deswegen nehme ich das wahr und bin das für die Kollegin und die ist einfach super dankbar und das macht total Spaß, mich mit der auszutauschen. Ich profitiere auch davon, kann meinen Werdegang dadurch reflektieren und finde das einfach total super und wichtig für die Unternehmen. Also das auch nochmal als Feedback an die anderen Teilnehmer, wenn man nicht selber von dem Mentoring-Programm als Mentee profitiert, dann ist zumindest auf der Gegenseite anzubieten. Ich bitte um eine kurze Antwort, weil wir running out of time haben. Ja. Also nur ganz kurz, ich habe mir damals meinen Mentor selber gesucht und zwar jemanden, den ich total spannend und total vorbildlich irgendwie fand und dann habe ich den Herrn angesprochen und habe gemeint, können wir uns austauschen, das fand er auch sehr, sehr cool und es hat mir sehr, sehr viel gebracht in meinen Karriere-Anfangsjahren. Dankeschön. Eine letzte Frage. Kurze Frage. Mich würde interessieren, in den Anfangsjahren, wo ihr in die Führungsposition im Einkauf gekommen seid, so dieses Thema Akzeptanz und Challenge der Mitarbeiter. Wie war da so die Challenge? War das gar nicht so das Problem, weil die Kultur schon in eurem Unternehmen so fortgeschritten war, dass das überhaupt kein Thema war? Oder musste man sich im Gegensatz zu anderen Führungskräften ein bisschen mehr durchboxen? Und wenn ja, wie habt ihr das geschafft? Natürlich mit Ergebnissen oder was ist da so eure Erfahrung? Also keine Frage an alle, wer da Lust drauf zu antworten. Keine ganz kurze Frage. Ich glaube, darauf gibt es auch keine ganz kurze Antwort. Dennoch, vielleicht einmal, das würde ich dann doch das Flashlight einmal durch, was eure Meinung dazu ist. Fangen wir tatsächlich bei dir an. Ich kann anfangen. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich aus dem Team in die Führungsrolle gekommen bin und es war am Anfang echt schwierig, also challenging so ein bisschen, weil ja quasi aus dem Team die Jüngste und dann in die Führungsrolle. Aber ja, ich habe dann wirklich viel partizipativ geführt und die Leute oder das Team mit einbezogen und dann auch versucht, ja, so ein Vertrauen aufzubauen. Und ja, nach einem halben Jahr, ja, lief es sehr, sehr gut und da war, seitdem läuft es auch ganz gut. Ja. Also ich hatte zwei Führungspositionen bisher und alle Sorgen, die ich vorher hatte, waren nur in meinem Kopf. Als ich gestartet bin, hat sich das nicht bewahrheitet. Dankeschön. Ich bin ähnlich aus dem Team heraus zur Führungskraft geworden. Also was ich gemacht habe, ich habe mir schon so die typischen 100 Tage mal genommen, um mal zu gucken, weil das ist ja doch eine ganz andere Perspektive, die man da hat. Man meckert zwar immer, wenn man im Team ist, aber wenn man dann auf der anderen Seite ist. Und was ich gemacht habe, ich habe Erwartungsmanagement gemacht. Du, pass auf, ich bin neu in der Position, lass uns reden. Was sind deine Erwartungen an mich? Und ich habe auch Erwartungen an dich. Und auch immer mal wieder zu reflektieren nach gewisser Zeit. Also ich nehme mir die Zeit für mein Team, mindestens einmal die Woche mit jemandem direkt zu sprechen, mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich so? Das ist total wichtig. Danke. Also ich glaube, dass man als routinierte Einkäuferin schon relativ abgehärtet ist, was Erwartungshaltungen angeht, weil man, also ich war lange in der Automobilindustrie, da hat man meistens männliche Counterparts und da kriegt man schon ein sehr, sehr dickes Fell, wenn man irgendwie mit Lieferanten verhandelt. Und auf der Basis habe ich mir eigentlich zugegebenermaßen nicht viele Gedanken dazu gemacht, ob ich akzeptiert werde oder nicht, weil ich war da in Übung. Und ich glaube, deswegen ist die Schule im Einkauf vielleicht gar nicht so schlecht, die man da bekommt als potenzielle Führungskraft. Herzlichen Dank an euch vier. Herzlichen Dank für die Fragen und weiterhin geschafft.